Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Bei mir ist Robert Ganzky und der kommt aus Russland oder ist viel in Russland. Und es war auch ein Kongress jetzt in Deutschland, wo viele russische Forscher und so weiter waren. Da warst du auch ein Teil davon, werden wir näher betrachten, nämlich Prana-Atmung, Prana-Ernährung. Da bin ich gespannt. Aber erzähl mal vielleicht erst, wie bist du dazu gekommen und was ist das, was kommt da von den Russen im Moment an Wissen, was wir für uns auch nutzen können? Hallo. Ja, ich bin dazu gekommen durch vieles Lesen, Studieren, sehr viel gelesen, sagen wir so, viele Videos geguckt, bis irgendwann, ich habe mich entschlossen, einen Weg zu schlagen. Und dann habe ich mich entschlossen für das System von Olga Podorowska, weil das beinhaltet alles, was man sich nur vorstellen kann, Prana-Ernährung, Prana-Atmung, ägyptische sexuelle Tantra plus Erleuchtung dazu noch. Das ist ein Gesamtsystem, was diese ganzen Lebensbereiche umfasst. Dann habe ich gesagt, okay, ich besuche mal so ein Seminar. Das so ein Seminar hat sich jetzt in diesem Jahr in Deutschland gegeben, im März. Für 3 Wochen habe ich genau das ganze Paket mitgenommen. Und zum Ende des Seminars, es waren sehr, sehr viele Informationen für mich. Es war richtig immer Informationsüberfluss, sagen wir so. Sie hat gesehen, dass ich das verstanden habe, aber da ich zu viel Informationen erhalten habe, hat sie mich gesagt, komm, ich lade dich ein nach Moskau, nochmal 2, 3 Wochen parallel zu unterstützen. Ich so, ja, mach ich dann. Einverstanden, ich komme rüber. Und von da aus hat es richtig alles Schlag auf Schlag komplett mein Leben verändert sich. Um 180 Grad, ich weiß nicht, wie ich das noch definieren soll, komplett verändert. Ich wurde wie ausgewechselt. Das ist alles extrem gewohnt, schnell, die Geschwindigkeit, die Psyche, die Emotionen, weil ich davor noch richtig depressiv war. Ich war im Keller, ich war zerstört am Boden. Mhm. Ich bin irgendwo, sagen wir mal so, von der Müllhalde aufgenommen, sammelt wurde. Und dann hat man aus mir den Menschen gemacht, der jetzt hier sitzt. Dadurch, dass dieses gesamte System habe ich in der Praxis kennengelernt. Nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Praxis, wie das auf mich wirkt. Und so bin ich angefangen, durch diese ganzen Bereiche durchzulaufen. Bis man irgendwann gesagt hat, Robert, du bist soweit, jetzt fährst du mit den ganzen russischen Wissenschaftlern, die jetzt eingeladen wurden, fährst zum Kongress. Extreme News hat einen Kongress gemacht, Nähe Frankfurt war das. Genau, richtig, das war neben Fulda. Ja. Das ist ganz genau in der Nähe dort. Asfeld, genau, Asfelder Kongress, genau richtig, dort in der Nähe war das. Die haben das alles organisiert und das Interessante dabei, Olga Podorowska ist ja ukrainische Staatsbürgerin. Mhm. Man hat ihr einen Stempel bei der deutschen Botschaft reingestellt, du kommst hier nicht rein. Mhm. Oh. Sie hat versucht in der Ukraine, dann hat sie versucht in Moskau zu beantragen, bei der deutschen Botschaft, die haben gesagt, beide abgelehnt. Genau zum Kongress hin. Hm. Ich so, was geht denn, was ist das, warum? Ja. Dann hat man mich alleine geschickt. Von einer Seite kann ich sagen, jetzt es ist richtig gut gewesen, dass ich alleine dort war. Wohin geschickt jetzt? Zum Kongress. Zum Kongress. Dass ich dann über das Thema Prana-Ernährung komplett erzähle. Du hast den Vortrag gehalten, den sie halten sollte. Genau, und das habe ich als Schüler gehalten. Also ich habe gleich über die Praxis gesprochen. Nicht, die hätten normalerweise geplant, über die gesamte Theorie zu reden. Aber ich habe gleich über die Praxis, was mit einem geschieht. Diejenigen, die das wirklich konsequent umsetzen, das System. Und die Leute, die dort waren, die haben das einfach beobachtet. Bis zum Schluss wusste keiner, wer Robert Ganzky ist. Mhm. Bis zum letzten Augenblick, bis ich nicht auf die Bühne aufgetreten bin. Die dachten, ich wäre einer von den Mitarbeitern, die da rumlaufen und alles organisieren, weil ich kann ja Deutsch und Russisch. Ich habe die alle übersetzt, weil ich die ganze Zeit mit den Referenten unterwegs war. Und dann habe ich sie live erleben dürfen, wo die stehen in ihrer Entwicklung. Und von einer Referentin hat sie mir was gesagt. Ich war jetzt mal für 10 Minuten schockiert. Ich sehe dich, ich sehe den physischen Körper, aber ich sehe dich nicht als irgendwie als Geistwesen. Ich weiß nicht, was du bist. Ich sehe dich nicht. Mhm. Ich habe so einen Körper, der vor mir sitzt. Ich so, wie verstehe ich das jetzt?
Ich weiß es nicht, aber ich sehe einfach nur den physischen Körper vor mir. Ich weiß nicht, was du dahinter sitzt. Mhm. Ich so, oh. Ich sagte, das System wirkt so intensiv. Die so, ja. Also das System von ihr sind vielen bewusst gewesen, den Forschern. Wenn wer das konsequent umsetzt, weil das Ziel ist das von dem System, Unsterblichkeit. Mhm. Unsterblichkeit bzw. Lichtkörper. Mhm. Das, was wir normalerweise sind, ja. In den Frequenzen, wir schwingen ja als Lichtkörper, da wir uns aber auf die physische Ebene reduziert haben, um diese Erfahrung zu gewährleisten, in diesem Spektrum. Und jederzeit, sobald die Entspannung stattfindet in den psychischen Emotionen, löst man sich automatisch auf, ob man möchte oder nicht. Deswegen ist es so, dass bei vielen Menschen plötzlich AA-Erlebnisse kommen erst dann, wenn sich anfangen, die Psyche und die Emotionen entspannen. Dann verstehen sie, worum es wirklich geht, weil dann kriegen sie die Informationen freigestellt zur Verfügung. Aber es war jetzt bei dir so, ja. Dass du sozusagen nur noch der Körper warst und wo war deine Seele oder dein Geist oder das, was so. Du eigentlich bist? Genau, jetzt kommen wir zu dem Punkt Erleuchtung. Ja, weil ich das Erleuchtung erlebt habe und dürfte erfahren, das gesamte Spektrum kennengelernt, also die Schöpfungsebene angeschaut. Ich bin mal kurz sozusagen rausgefahren, auf diese Schöpfungsebene, in den Punkt, in den Nullpunkt, wo absolut nichts ist. Mhm. Absolut null und nichts. Und von da aus hat man mir sozusagen den letzten Atom nochmal, kann man so übersetzen, wieder zurückgeschickt in den physischen Körper mit der Information, du bist jetzt da am Erfahren, die gesamte Matrix. Und du darfst das erfahren, wie was funktioniert, was mit wem verbunden ist, wer wo sitzt, wie das ganze Systemstrukturen funktionieren und warum die Menschen diese emotionale, physische, psychische Welt erfahren dürfen, sowohl im positiven als auch im negativen Bereich. Ohne dafür irgendwelche Verurteilungen und sonst was zu gestalten, ob das richtig oder falsch ist. Nee, das ist... Sie dürfen alles erfahren, was Sie wollen sozusagen, genau. Oder wie? Das ist die Ebene, wo es gewährleistet ist, dass man absolut das gesamte Spektrum der Emotionen mitnehmen darf. Mhm. Sowohl im Hoch als auch im Tief. Und das war für mich erstmal, ah, und was heißt das jetzt für mich übersetzt? Dass sowas wie ich da gar nicht existiert. Mhm. Das war die Erleuchtung. Das ist nur ein Teil des Programms. Robert, der das wollte kennenlernen, das gesamte Spektrum, was die viele sagen, es gibt Seele, es gibt ja, das sind die zuständigen Programme, die das ermöglichen, dass du es wirklich gewährleistet ist, dass du die gesamte Palette an Informationen, besonders diese Emotionen, wir sind eigentlich deswegen hier, um die Emotionen in seinem Spektrum zu erfahren, mhm. Durch den Faktor Zeit. Mhm. Das, was uns gewährleistet. Klar, wenn man es alles gleichzeitig erfährt, dann haut es genau, einen aus richtig, den Sorgen, genau. Ne? Ja, das ist langweilig. Mhm. Aus der Perspektive wird es langweilig, sobald das alles im Jetzt geschieht. Das ist ja. Alles hier im Jetzt geschieht. Das spielt ja keine Rolle. Sobald was gedacht ist, ist es sofort materialisiert. Okay. Aber da wir in diesem wunderbaren Zeitfaktor leben, auf der physischen Ebene, dauert das eine Weile. Dann entstehen diese Emotionen. Kommt das nicht? Warten wir nicht? Das Materialisieren an sich funktioniert super schnell. Und deswegen sagt man sehr, pass auf, was du denkst. Mhm. Die Gedanken erschaffen die Realität. Erstmal lange, lange nicht verstanden, jetzt verstehe ich mit dem Zeitfaktor. Und diesen Zeitfaktor, je nach Anspannung deiner Emotionen oder deiner Psyche, kannst du es ausdehnen oder verkürzen. Mhm. Wenn man entspannt ist in dem Sinne, ist es sehr, sehr schnell kann es passieren. Habe ich gemerkt. Im Entspannungsfaktor kaum was passiert, klack. Die richtigen Leute sofort angerufen, dann die Menschen sind aufgetaucht. Ich so, wo kommen die denn her? Besonders Menschen aus Kreisen, die man normalerweise nie in der Öffentlichkeit, niemals irgendwo treffen würde, die tauchen auf und wollen mit dir in Kontakt treten. Ich so, ich bin noch nicht bereit. Aber du wirst nicht gefragt. Aber du warst so entspannt und die meisten, also ich zum Beispiel, bin es nicht? Genau. Bei dir kann man es gleich sehen, du bist nur angespannt, sehr intensiv, ja. Weil da ist wirklich viele, viele Programme Angst im Hintergrund laufen. Das ist ja nicht keine Angst. Angst in sich gibt es ja nicht. Das ist einfach nur die negative Emotion, die erfahren oder kennengelernt werden möchten. Mhm. Anders ist nicht zu bezeichnen.
Menschen. Ja. Und Liebe, kann ich gleich auch sagen, es ist das, was Leute als Liebe bezeichnen. Das ist einfach nur eine Emotion. Mhm. Das ist die Palette von negativ plus positiv. Sobald aus dieser Emotion raus ist, gibt es da keine Liebe an sich gesehen. Diese Definition ist ein Programm und da stehst du, und wie soll man das nennen? Dafür, da sind keine Worte mehr vorhanden. Mhm. Da wird man komplett aus der Sprache rausgenommen. Ja. Nur noch Abfolge, Generation, Erschaffen von Bewusstsein, Erschaffen von Materie und das alles im Bruchteil der weniger als Millisekunden. Was die Quantenphysik sagt, kommen wir der Sache etwas näher. Was die ganzen Quantenphysiker sagen, da kommen wir der Sache ein bisschen näher. Die versuchen das. Aber mhm. das machen sie gut. Also die Quantenphysik macht schon den richtigen Weg. Sobald die das ein bisschen mehr verstehen würden, wie das, aber die werden das ja früher oder später erfahren müssen. Das Programm läuft in die Richtung, dass sie das immer mehr erfahren. Okay, und nun mal hast du ja quasi durch die Ausbildung oder durch die Seminar von der Olga Paderowska diese Erfahrung schneller machen können. Und kann das jeder jetzt, der das kann das erleben und erfahren und kann, was passiert denn da? Erzähl vielleicht das mal. Da passiert es ganz schnell. Bloß ich hatte wirklich das Vergnügen gehabt, ich dürfte mit dir 24 Stunden aufhalten. Hm. Weil sie das System in- und auswendig kennen. Sie war mehrmals in dem Lichtkörper, mhm. mindestens zweimal, sogar fast das dritte Mal. Und wir wollten sogar das vierte Mal gemeinsam haben, kurz davor, das durchzuziehen. Dann haben wir gesagt, stopp, stopp, stopp. Und die zuständigen Sicherheitsmechanismen, die da die Programme laufen, die installiert sind, die haben gesagt, stopp. Erst das System gibt ihr wieder, stellt es den Menschen zur Verfügung, dann macht, was ihr wollt. Dann seid ihr raus aus dem Spiel. Also raus aus dieser Matrix. Und dadurch haben wir gesagt, warten. Nee. Du hast ja nichts mehr zu melden, Robert. Das ist ganz einfach. Man kriegt die ganzen Anweisungen, was man zu machen hat. Die Kanäle sind offen. Direkt das, was man bezeichnet als Akasha-Chronik, kriegt man dann sofort zur Verfügung gestellt. Aber um das zu erfahren geht, ganz einfach und sehr, sehr simpel, das zu bekommen. Da, theoretisch gesehen, für jeden Einzelnen könnte ich jetzt in 2 Sekunden sagen, was man zu machen hat, um diese Kontakt herzustellen. Mhm. Ganz einfach. Ja, das, oder? Ja. Oh, das Psyche ist so gefährlich. Und Emotionen entspannen. Ja, das war's. Das ist leicht fertig. Gesagt. Ja, okay. Das war's. Das ist das ganze Geheimnis von dem ganzen Seminar. Mehr kann ich euch nicht geben. wenn ihr in der Lage seid, diese psychischen Emotionen zu entspannen, aktiviert automatisch die zuständigen Programme, um die Akasha-Chronik, die ganzen morphogenetischen Felder abzurufen, die Informationen auf unterschiedlichen Ebenen, die ganzen Wesenheiten, die hier wohl aktiv sind und schon da alle sind. Dann das sieht man automatisch. Ist das so, dass wir eigentlich richtig entspannt nur sind, wenn wir schlafen? Und ist es vielleicht auch so, dass wir da dann eigentlich auch reisen, sozusagen in die Welt? Im Schlaf findet die Optimierung statt. Prozessabgleich. Mhm. Alles, was tagsüber nicht erledigt wurde, machen die mal kurz Optimierung. Das geht natürlich auf eine Ebene, die ich kann ich gar nicht erzählen, weil da geht es wirklich, das sind einfach nur Programme, die optimiert werden. Zeitfaktor heißt nichts anderes. Wenn jemand jetzt zum Beispiel auch einen Termin hat um 12 Uhr, dann gibt es eine Optimierung. Das heißt, wenn ich jetzt um 1 irgendwo sein muss, egal was, findet ein Energieaustausch statt. Das muss stattfinden, ob man möchte oder nicht. Das ist die Zeit auch dazu. Und Schlafen, in dem Moment ist es genauso. Es gibt einmal dieses bewusste Schlafen, wo die Menschen in den Träumen sind. Mhm. Es ist okay, das ist einfach nur Optimierung deiner Programme. Deiner, sagen wir so, Joe, du bist Joe und du wirst optimiert. Okay. Joe, du hast dieses Gefühl, wolltest du noch erfahren. Kein Problem, kriegst du morgen. Okay. Morgen kriegst du dein gutes Gefühl oder du kriegst morgen das negative Gefühl. Aber es geht ja um die Entspannung und die stelle ich mir vor, dass ich tatsächlich das nur habe, wenn ich sozusagen den Verstand ausgeschaltet habe. Also wirklich auch, ich weiß ja, wie das ist, auch einzuschlafen, dass das lange dauert, bis ich so entspannt bin, dass ich auch wirklich einschlafen kann. Andere können schneller einschlafen. Kann man das denn trainieren, dass man entspannt sein kann und wach sein kann? Ja. Ist alles möglich.
Es ist wirklich absolut, alles ist offen. Es gibt keine Begrenzung in jeglicher Form. Hier kann man sehr bewusst entspannen. Dazu gibt es ja die wunderbare sexuelle Tantra. Da geht es speziell auf Kontakt mit dem Partner, raus aus der Psyche, raus aus den Emotionen. Allein dadurch besteht die Möglichkeit, anfangen, die gesamte Welt kennenzulernen. Weil sobald man endlich mal fühlt, wer hat das letzte Mal schon seinen physischen Körper gefühlt? Würde man sagen, keiner. Du weißt gar nicht, wo was ist. Hm. Weil das sind wirklich das ist jedes Mikro, ist ein eigenständiges Programm, Leben, was erfüllt werden muss. Wenn eine Blockade ist, dann meldet sich den. Aber wenn irgendwann die Entspannung eintritt, ist automatisch, kommt man in den physischen Körper. Eine Blockade hier, eine Blockade da. Und dadurch wird dann, warte mal. Energie kommt dann rein, um diese Blockade zu lösen. Und durch diese sexuelle Tantra entstehen auch, werden auch die Blockaden komplett gelöst. Weil der Mensch einfach sich entspannt, sagt, ich habe keine Erwartungen, ich mach's einfach mit dir. Ganz einfach, ich mache es einfach mit dir. Mhm. Und dadurch lösen sich die ersten Blockaden, und werden immer nur die Blockaden gelöst, die aktiv im Bewusstsein da sind. Und das Schritt für Schritt abgebaut. Das wird nicht übersprungen irgendwohin, immer die erstmal aktiv gelöst werden müssen. Eine nach dem anderen. Und dann fällt das Essen weg dadurch, weil wer glücklich ist, hat keinen Hunger mehr. Mhm. Und ja. Du hast ja gesagt, Prana-Atmung und Prana-Ernährung. Das ist, also ich habe das ja schon auch von anderen Stellen gehört, dass man im Grunde dann nichts mehr isst, weil man im Grunde Prana aufnimmt. Und ist das jetzt eine bewusste Übung, dass ich das üben muss sozusagen, dass ich jetzt Prana atme, anstatt einfach so zu atmen wie der normale Mensch? Sind wir beim Atmen auch zu verspannt, dass ja. wir nicht das Prana aufnehmen? Genau. Und wie kann ich das lernen? Prana-Atmung, das geht automatisch in die richtige Position, sobald, genau wie die Ernährung. Von Geburt an atmen wir Prana, von Geburt an haben wir schon die Lichtnahrung aktiv. Da wir die emotionale Seite kennenlernen wollen, mit der Negativität, sind wir gezwungen zu atmen. Mhm. Sobald der Mensch sagt, okay, danke, ich möchte diese Negativität nicht mehr kennenlernen, kein Problem, dann brauchst du auch nicht mehr zu essen. Wird einfach abgestellt. Ob du willst oder nicht, das Essen fällt weg. Bei mir war es genauso. Ich bin in das Positive reingerutscht, habe gesagt, warum soll ich das nochmal erleben, dieses Negative? In 3 Tagen wurde mein Körper umgestellt. Mhm. Wenn ich jetzt was esse, habe ich Ausschläge. Dann kriege ich sofort einen Ausschlag, weil der physische Körper nicht mehr anheben kann. Dann habe ich gesagt, wolltest doch gar nicht mehr. Du hast doch gerade eben mir Bescheid gesagt, du hast diese Negativität gekauft, darauf kein Interesse. Also du brauchst wirklich nichts zu essen oder also ganz essen, wenig oder was? Essen brauche ich eigentlich gar nicht. Aber ein Glas Wasser trinkst du noch? Theoretisch gesehen auch nicht, aber das ist, da meine psychischen Emotionen nun mal in der Reinigungsphase sind, ist es deswegen, weil ich trinke. Wasser reinigt dann nochmal? Nein, gar nicht. Also Wasser reinigt gar nichts. Also das, was wir nehmen, ob wir nehmen Bang, das spielt keine Rolle. Mhm. Das ist wirklich, um deine Emotionen zu beruhigen. Mehr machst du das nicht. Auch deine Psyche. Ob du jetzt da, das geht schon wieder zurück auf die Shaolin-Mönche, die können Gift nehmen oder sonst was. Das ist ja das Geheimnis. Mhm. Weil wir haben ja 2 Zustände bei der Reinigung vom Wasser, beziehungsweise im Körper gibt es 2 Zustände. Einmal ausspülen, was bei euch bekannt ist, das Wasser reinigt. Richtig. Um die Emotionen zu reinigen. Dann gibt es das Zustand Feuer. Wo der nächste Schritt gemacht wird, ich möchte diese Negativität nicht mehr so erfahren in diesem Ausmaß, weil ich es verstanden habe, wozu das Gute ist alles, wozu diese Matrix ist. Okay, kein Problem. Das Feuer wird aktiviert und das war's. Dann besteht die Möglichkeit auch zu essen, zu trinken. Einfach nur auf soziale Kompetenz. Bevor das in den Körper reinkommt, wird es komplett verbrannt. Das wird gleich hier verdampft. Hm. Wird sofort zersetzt. Und diese Geschichten, ja, wir müssen Vitamine nehmen, etc. Das ist alles nun mal so, wie es ist, nicht erforderlich, weil wir müssen theoretisch, sogar wissenschaftlich bewiesen, 80 Elemente am Tag. Ja. Aber wenn die Menschen nun mal einmal am Tag essen irgendwas oder trinken, das sind dann vielleicht 10 Elemente, 5 Elemente. Hm. Ja, wo kommen die anderen 70? Ist ja logisch. Also heißt, wir sind auf Prana schon die ganze Zeit. Also im Grunde haben wir es in vielen Bereichen ja schon verstanden, dass es im Gesundheitswesen zum Beispiel, wenn ich denke jetzt, was weiß ich, hier ist jetzt ein
AIDS-Virus ist drin und so. Und ich denke und glaube das, dass ich dann vielleicht tatsächlich krank werde. Aber wenn ich sage, du, das ist mir egal, ob du HIV hast oder sowas, ich glaube da nicht dran und dann kann ich das trinken. Genau, und das, dann passiert das auch nichts. Das ist gleich, ja. Also im Grunde kann man es schon, wenn man sein Denken ändert, auch Dinge aufnehmen. Ich denke auch eben, dass ich auch durch das, was ich esse, das hat die Qualität, was ich denke. Genau. Und wenn ich denke, ich werde gut ernährt, dann kann ich auch mich schlecht ernähren oder nicht optimal ernähren, aber trotzdem bekomme ich alles, was ich brauche. Genau. Also ist das schon so. Genau, das ist. Aber ich könnte es noch konsequenter machen, dass ich sagen kann, ich habe jetzt festgestellt, ich esse nichts mehr zum Mittag und es fehlt mir gar nicht. Nee. Einfach, weil ich dann eine Umstellung hatte und es fehlt mir nicht. Also ich esse schon weniger. Physisch auf Prana umzustellen geht ganz schnell. Mhm. Physisch auf Prana geht super schnell umzustellen. Musst du dann meditieren oder irgendwelche Übungen machen? Gar nicht. Einfach wirklich verstehen, wieso habe ich diese Belastung? Warum, genau wie abends, wieso habe ich so Schwierigkeiten einzuschlafen? Das ist emotionale Belastung. Aber sobald die rausgeht, logisch, was passiert denn da? Du stehst sofort ein, heißt es. Ja. Das ist ja das ist die ganze Kunst, da sich hinsetzen, speziell zu meditieren. Wir hatten heutzutage Zeit. Hm. Weil das ist ja wieder Business, wieder irgendwo zu kommen zum Seminar. Nö. Nein. Also es ist Prana-Atmung und Prana-Ernährung ist überhaupt kein Geheimnis. Das ist, du machst, du das kannst ist es einfach machen, wenn du es willst. Das ist wirklich, das geht von alleine. Nee, das ist so intensiv, dass bei der Prana-Atmung ist natürlich noch ein Schritt heftiger. Weil da wirst du dich sofort anfangen aufzulösen. Dann nimmst du diese ganzen Welten, Astralwesen, die gesamte Palette an Informationen auf einer höher schwingenden Ebene war sofort. Und dann sagst du, ich möchte mich hier unterhalten, Joe. Aber ich möchte ohne die unterhalten nicht. Deswegen atme ich, damit ich auch mit dir nur reden kann. Und wenn ich aufhöre zu atmen, dann nehme ich sofort die wahr und dann möchten sie auch was mitsagen. Ist es also so, wenn wir uns wünschen, ich würde das alles gerne sehen, vielleicht auch die Angst, wenn ich es sehen würde, es wäre auch nicht alles schön und es wäre vielleicht zu viel, dass ich also mich deswegen auch richtig anspanne, weil es zu viel wäre, weil ich es nicht aushalten würde? Weil erstens, Plan Nummer 1, du möchtest diese ganze Palette an Emotionen hier auf der Erde, auf der physischen Ebene erfahren. Hm. Ziel Nummer 1. Da würden die alle erstmal stören, diese ganzen Wesenheiten, die normalerweise immer da sind. Das sind ja alles Hellsichtige, sonst was. Die sitzen ja auch, beispielsweise am Kamera, die müssen jetzt nämlich sehen, wie hellsichtig sind. Die müssen sich erschrecken. Also jeder, der, je nachdem, wie weit seine Frequenz ist, kann er mich wahrnehmen. Mhm. Und ich kann es ja immer wieder ändern, die Frequenzen. Mhm. Aber um mit dir nicht zu unterhalten, möchte ich mit dir nicht unterhalten. Ich habe und dann machst du zu, sozusagen, und begrenzt du deine Wahrnehmung genau, auch. Mein Leseverstand geht auf dich zu. Du. Die Informationen finden wir also hier schon. Physischer Körper, richtig, physisch, mental und emotional konzentriere ich mich auf dich. Sobald ich mich anfange zu entspannen, dann geht's los. Dann siehst du, dass wir hier nicht alleine sind, oder was? Oh, nee. Dann denke ich mir, sorry, meine Jungs, aber ich habe erstmal kein Interesse. Ich möchte nur mit ihm unterhalten. Und die Botschaften werde ich euch gar nicht mehr weitergeben. Da habe ich gesagt, nö, da mache ich das gar nicht. Ich meine erstmal, die Menschen, jeder kann es selber machen. Dann muss ich entspannen. Und jeder hat diese Geistesblitze. Jeder. Sobald er sich wirklich entspannt, wo kommen die alle her? Durch die Entspannung. Da werden die Programme sofort alle aktiv. Jeder hat was zu sagen. Wir bestehen aus denen. Aus den ganzen Programmen. Bloß unsere Psyche und Emotionen sind die am aktivsten. Aber jetzt erzähl noch mal, was jetzt in den Seminaren von der Olga, ich kann den Namen noch nicht. Olga Podorowska. Ja, den kann ich nicht so flüssig aussprechen, okay, habe ich auch nicht geübt. Nee. Aber was passiert in den Seminaren, dass man das vielleicht da in die Richtung kommt? Die geht aktiv auf die Psyche und Emotionen ein. Sie zeigt ganz kleine Bewegungen, ganz kleine Atemübungen, nur zum Starten. Und dann werden die Fragen sich geklärt, weil das Seminar an sich dauert normalerweise bei 5 Minuten. Aber der Mensch mit seinen 1000 Fragen, wie geht denn das? Ich möchte das wissen, warum funktioniert so? Ja. Wieso? Warum machst du mir den ersten Schritt? Ich habe auch diese Fragen gestellt. Ich habe ersten Schritt, zweiten Schritt. Mach mal den ersten Schritt. Dann wird sich die zweite Frage erübrigen. Dann siehst du selber, dass, also jeder, wirklich, das ist wirklich ein Seminar von 5 Minuten. Hm. Nütz dich hin, entspann dich. Wirklich, geh mal in den Körper rein. Das war's. Das ist das ganze Seminar. Haben wir gleich zur Verfügung gestellt für euch. Geht mal einfach mal in den Körper rein. Am besten natürlich mit dem Partner.
Das ist jetzt die Abkürzung. Aber diese ganzen Fragen zu stellen, ja, was passiert, wenn ich jetzt so atme? Was passiert, wenn ich immer weniger reinbringe? Das ist einfach Unterhaltungsprogramm für den Menschen. Das ist wirklich so. Mhm. Das ist mit jedem Seminar. Also wir lenken uns ständig ab, eigentlich alles wahrzunehmen und alles zu wissen. Genau. Obwohl das alles schon drin ist. Mhm. Das gibt ja so, es gibt, das heißt, es ist das Haupt der Kern ist Schutz vor Dummheit, heißt das eigentlich. Mhm. Schutz vor Dummheit. Mhm. Das dritte Auge ist deswegen zu, damit du keinen Schaden anstellst. Du kannst nicht materialisieren, damit du keinen Schaden anstellst. Wenn einer da negativ denkt, ja, Joe hat was Schlechtes gesagt, ist sofort verpufft. Ja. Das passiert auch, Joe. Aber wir haben dann immer wieder neue Zeitachse, du wirst wieder auf das Programm gesetzt und dann geht's weiter. Wenn irgendeiner durchkriegt, wir kriegen das gar nicht mit, das geht so schnell hier heutzutage. Mhm. Naja, wenn alles, was ich denken würde, sich sofort materialisieren würde, es wäre, glaube ich, eine Katastrophe. Richtig. Und das ist immer ein Schutz. Mhm. Das sind die Schutzsicherungen. Die gehen erst von alleine weg, sobald der Mensch begreift, ich muss jetzt Verantwortung übernehmen. Was ist denn für Verantwortung? Indem ich mich entspanne, indem ich diese negativen aus den Emotionen rausgehe und sehe, so wie es ist, alles neutral. Der bringt da einen um, das ist okay, das ist sehr neutral, nehmen wir das. Weil aus den Emotionen geht man raus. Weil du siehst sofort, er macht seine Erfahrung, sie macht seine Erfahrung. Du hast da nichts zu melden. Sobald aber in die Emotion reingeht, ich muss ihn retten, dann tust du dich einmischen. Dann werden die Programme sofort zugemacht, nichts damit kurz gedacht und er verschwindet. Du hast dem anderen nicht die Möglichkeit gegeben, diese Erfahrung zu machen, weil das Spektrum dieser Schöpfung muss gewährleisten, dass du das erfahren darfst, plus und minus, komplett. Muss es gewährleisten, die Schöpfung. Aber bedeutet das, dass du jetzt bei allem, was in ein das Scheinwerfer ist gerade... Das ist normal. Okay. Dass du immer neutral bist und du sagst, du lässt es alles so laufen, oder gibt es auch schon mal was, wo du sagst, da muss ich jetzt schon richtig was tun? Ich habe immer noch mit meinen Emotionen zu tun. Emotionen und Psyche, die ist da. Die wird immer wieder aktiv hoch und runter gespielt. Aber ich versuche immer wieder aktiv zu sagen, okay, das ist ein Teil von mir, irgendwann durcherlebt, ich muss es zur Kenntnis nehmen und versuchen dementsprechend damit umzugehen. Das ist logisch. Sobald ich aber diese ganze Emotion rausgehe, bin ich nicht mehr hier. Wird ich automatisch aufgelöst, ob man will es oder nicht. Mensch wird das dann aufgelöst, sobald er aus den Emotionen rausgeht, aus der Psychoemotion. Da hat er den Zweck auf der Erde sozusagen in der physischen Form erfüllt. Also wir sind eigentlich als Geistwesen, haben wir die Verbindung und können das alles wissen und wahrnehmen, aber wir haben gezielt diese Erfahrung gemacht, in den Körper zu gehen und da eben dann nicht mehr alles zu wissen und nicht mehr alles wahrzunehmen. Richtig. Um eben diese Emotionen auch ausführlich genießen oder auch erleiden zu können, um sie erfahren zu können. Genau. Und wenn wir das nicht mehr wollen, dann gehen wir wieder raus und dann sind wir wieder im Vollbesitz unserer geistigen Kräfte. Genau, wir sind dann Licht, das sind wir Lichtwesen, automatisch Lichtwesen. Wir sind die ganze Zeit Lichtwesen. Wir sind jetzt Lichtwesen. Ganz einfach. Wir versuchen irgendwas zu suchen, was nicht da ist. Das ist alles hier. Braucht man nicht zu bewegen. Warum soll ich mich jetzt auflösen? Für jemanden zu zeigen. Wenn ich jetzt anfange, mich aufzunehmen, heißt das schon wieder Show Entertainment, das gibt's doch gar nicht. Der hat ja nur mit seiner Kamera was eingestellt. Allein wie die jetzt Scheinwerfer ausgeflogen, sonst was. Das ist alles Show Entertainment, das glaube ich doch gar nicht. Warum soll ich das den Menschen das wegnehmen, die Illusion? Ja. Also jeder Zuschauer nimmt es ja auch anders wahr. Der eine sagt, die spinnen ja total. Richtig. Und Robert hat einen an der Klatsche. Korrekt. Oder Joe sowieso. Ja, das ist super. Ist klar. Und der andere sagt, interessant. Also jeder nimmt es in dem Maße auf, wie er es verstehen kann und will, oder wie? Da, wo er auf seiner Frequenzebene sich befindet, in seinem Spektrum befindet, so nimmt er das auch also wahr. Also für den einen kann das jetzt wirklich schon das... Das war's. Der eine könnte schon sich jetzt heute Nacht auflösen zum Beispiel. Er hat da vielleicht nur auf diese eine Frequenz gehört. Ach, das ist so einfach. Mhm. Geht er in die Entspannung. Und der andere, was willst du eigentlich? Aber diejenigen, die das gucken wollen, die gucken, das ist sozusagen, gucken immer diejenigen, diese Sendung oder beziehungsweise die das brauchen. Ob das jetzt Blödsinn oder Unfug ist, das spielt ja keine Rolle. Mhm. Hauptsache, du kriegst diese Information. Deswegen bin ich hier allein aus dem einen Grund, Informationen zur Verfügung stellen. Mehr nicht. Mhm. Die Leute einfach nur kurz informieren. Nun wird es aber viele Leute geben, die sagen, na, so einfach kann es ja nicht sein. Also gibt es ein Seminar, gibt es von der Olga noch Seminare oder wirst du welche machen? Oder du hast gesagt, du wirst auch eine Stiftung gründen? Ich arbeite nicht. Oder wie? Es ist so.
Die Stiftungen sind, alles ist da schon. Bloß ich mache das ein bisschen schneller. Zurzeit gibt es in Braunschweig eine Stiftung für Heilung und Gesundheit. Mit der arbeite ich zusammen, also mit dem Vorstand direkt. Und über die möchte ich anbieten Ausbildung. Kein Einzelcoaching, kein nichts in die Richtung. Weil es ist vorbei. Ich bilde nur noch, wir mit Olga bilden nur noch Ausbilder aus. Wir bilden dann dementsprechend so viele Leute, wie es erforderlich aus, damit die das weitergeben, auch als Ausbildung. Dass das so eine wirklich, und diese Information soll zur Verfügung gestellt werden und nicht irgendwo aufgedrängelt werden. Hm, alles klar. Genau, kann deswegen. Auch nicht jeder damit umgehen. Genau, weil das ist einfach zu leicht, um wahr zu sein. Sobald wirklich anfangen, die Leute zu materialisieren, sonst was, die mischen sich dann zu sehr ein. Und die müssen es mal begreifen, das sind Fähigkeiten, die da aktiviert werden. Jenseits jeglicher normalen Menschen, der denkt, es gibt sowas nicht wie angefangen, das ganze System und die ganzen Außerirdischen etc., das alles mit inklusive in diesem gesamten System, was man da mitlernt. Ist man gezwungen, das kennenzulernen. Dadurch, dass das gesamte System zur Verfügung gestellt wird, möchte ich nur an die Menschen weitergeben, die wirklich bereit sind, um das zu erfahren. Die müssen sich dann konzentrieren, um auf der physischen Ebene zu bleiben, um weiter die Ausbildung zu geben. Das ist nicht so einfach. Mhm. Also für mich ist es sehr, sehr momentan schwer geworden. Also du würdest auch gerne schon vielleicht mal abhauen? Ich würde, ich sage gleich ehrlich, bei der nächsten Gelegenheit bin ich hier weg. Sobald ich diese Emotionen habe, bin ich raus aus dem Schneider. Mhm. Und dann werde ich dementsprechend, weil diese Programme sind ja offen, dann werde ich von mir aus auf der Astralebene die Leute unterrichten. Fertig. Mhm. Kein Problem. Diejenigen, die das erfahren müssen, tauche ich auf und dann hat man diese, oh, mein Engel war da. Mhm. Der hat mir das gesagt. Was für ein Engel? Das ist nur ein Programm, was aktiv wurde. Du hast ihn bestellt, weil du dich entspannt hast. Und diese ganzen Namen etc., das ist ja wirklich dafür gedacht, um diese Erfahrung zu gewährleisten. Deswegen hat man diese wunderbare Sprache erfunden, um irgendwas festzufallen. Aber da gibt es nichts. Absolut null Sense. Finito. Hände. Also ich gehe in die Richtung des Kompletts auf. Das heißt, ich werde komplett deaktiviert. Mhm. Also mein Ziel ist dann, das Programm Robert ist dann komplett erstmal in Ruhemodus gebracht. Aber du willst vorher noch ein paar Leute ausbilden, um das weiterzugeben? Richtig. Wir wollen das zur Verfügung. Ist das wichtig? Oder dann ist es ja eigentlich auch egal. Dann kannst du es ja auch richtig, sagen, das ist eigentlich auch, ist es egal. Es ist auch egal. Hm. Bloß, es gibt schon wieder diese Programme auf einer höheren Frequenzebene, die gewährleisten, damit das Spektrum hier auf der Erde selbstverständlich das Gleichgewicht da ist. Ja. Das ist ja, die sagen ja, oh, die Verführungslichter, die Krieg wird ausbrechen. Ja, bitteschön. Ich mach dann das Gegenpart. Steigt ein. Also, du beobachtest das auch. Also, wenn jetzt, ich meine, wir wissen, wir leben in Zeiten, wo sehr viel passiert. Richtig. Und wo jeder ahnt, dass es haarig wird. Genau. Und das beobachtest du und sagst, ja, und das muss aber auch so. Oder ihr das wollt es, das, wenn ihr es erfahren wollt, dann werdet ihr es erfahren. Und wenn ihr es nicht erfahren wollt, müsst ihr es auch nicht erfahren. Nö. Oder wie? So kann man es auch sehen. Es hängt wirklich von jedem Einzelnen ab, wie weit er bereit ist, diese Erfahrung mitzunehmen. Wo wirklich das, diese ganzen erste, zweite, dritte, vierte, fünfte Weltkrieg, bitteschön. Ihr könnt es wirklich kennenlernen, mitnehmen, diese ganzen Geschichten, ohne Probleme. Oder ihr macht es, ich mache einen Schritt weiter und greife einfach auf die Informationen zu, die ich jetzt, zum Beispiel jetzt hier, allein dieses Bewusst-TV etc., das hat keine Relevanz. Er hat mir was gesagt. Informationsplattform, einfach nur eine Informationsplattform schaffen. Ich zum Beispiel sage für meinen Teil, ich konzentriere mich momentan auf die Stiftung für Heilung und Gesundheit, weil das ist ja schwerpunktmäßig Heilung und Gesundheit, das bedeutet nichts anderes wie, ich hole, das heißt, die Menschen holen ja aus den Emotionen heraus. Die meisten Krankheiten geschehen ja auf der psychischen, emotionalen Ebene. Und dort wird die Möglichkeit gewährleistet, da wo die Krankenkasse sagt, wir zahlen nicht mehr und dort fangen die an und dann versuchen sie diese zweite Gegenpart, das Licht zur Verfügung zu stellen. Oh, es gibt da was. Juhu, die Menschen, die können da hingehen und ich habe was gehört. Ich möchte mich nur informieren, wirklich nur Informationen bekommen. Ehrlich. Und das soll zur Verfügung gestellt werden, diese Information. Dass der Mensch, der wirklich sagt, danke, kein Interesse an irgendwelchen euren langweiligen Spielen, diesen emotionalen, negativen. Ich möchte gerne das Positive fahren. Wo kann ich mich informieren? Manchmal mal kurz gehen, wir sind eine Bibliothek. Früher hat man extra in verschiedenen Tempeln etc. solche Bücher gehabt, wie das geht. Und heutzutage haben wir Internet.
Heutzutage haben wir Plattformen weltweit, wir können uns alle vereinigen. Also jeder, der wirklich, wie zum Beispiel, egal ob es jetzt wirklich bewusst TV ist oder sonst was, das hat keine Relevanz. Mhm. Die Menschen wissen, wo sie hin müssen können. Die, wer Interesse hat. Wirklich, wer sagt, okay, Robert, er hat irgendwas durch was gesagt. Er hat mich angesprochen. Der hat mir nichts aufgezwungen. Der hat mir jetzt nicht gesagt, du musst. Nein. Ja. Wenn du keine Lust hast, informiere dich. Mhm. Es gibt so zigtausende Informationsquellen. Also auch zigtausende Wege, die jeder gehen kann. Richtig. Und der eine kann jetzt zu Olga, genau, zu dir, richtig, genau, oder zu richtig. Jemand anders gehen, ja. Oder auch zu einem Guru oder zu, ja. Kann auch tausend Umwege machen, aber bei dir scheint es mir, dass es der direkte Weg ist, wirklich, dass, weil du sagst, es geht eigentlich so, wenn ich es genau. wirklich will. Richtig, dann könnt ihr abkürzen. Aber ich habe, was hindert mich? Es hindert mich daran, dass ich Angst habe vor dem, was ich sehen werde oder was ich erlebe. Was das hindert, sind die negativen Emotionen, die noch offen sind. Mhm. Passiert das oder passiert das nicht? Von einer Seite, ja, ich habe Angst, da dieses Wort Angst, ja, passiert das. Und dann, warum? Okay. Eigentlich kann mir ja nichts passieren. Ja, eigentlich kann dir nichts passieren. Das ist ja wirklich, der Tod ist okay, ist der physische Tod, ist weg. Dann wird dann irgendwo deine Information genommen, da der Joe Conrad ist tot. Okay, seine Information hat nicht zu Ende gelebt, die negativen, irgendwo pflanzen wie eine als Information auf Musvistik ein, auf dem Planeten Erde oder irgendwo andere Ebene, da wir unbegrenzte Mittel haben, das sind verschiedene Parallelwelten etc. Ja. Wir schicken nochmal rein. Aber nicht mehr als Joe Conrad, der mal war, sondern Modifikation wird durchgeführt, weil das als Programm. Und dann kommen dann die, weil an sich so gibt es, ehrlich gesagt, wenn du tot bist, du tot. Ist richtig. Das stimmt. Weil die Information dann dementsprechend anders umprogrammiert und wird dann woanders zur Verfügung gestellt. Hm. Weil sowas wie ich existiert nicht. Ja, ist ja nur ein System. Aspekt des, genau, des Ganzen. Des gesamten Schöpfungsbereichs. Und dann darf man sich freuen. Ui, wo kann er die Information wissen? Und dadurch kam halt alle Angst herausgenommen. Komplett die ganze Angst wurde jetzt herausgenommen. Ich bin nur ein Aspekt der Schöpfung. Ja, juhu. Wenn ich jetzt sterbe. Warum ist es so, dass die Leute sofort, sobald sie in Stress verfallen und sagen, ich will das nicht, es werden die unsichtbar. Warum werden die plötzlich, wenn die Kugeln fliegen, die kommen nicht dadurch? Das verstehe ich jetzt nicht. Es gibt ja im Krieg manchmal gewesen so, ja. Ich will eigentlich sterben, ich will nicht sterben. Und dann fliegen die Kugeln einfach vorbei. Ja. Die gehen dann durch den Körper durch. Ja, ist ja richtig. Mhm. Weil er habe gesagt, jetzt habe ich entschlossen, ich will diese Erfahrung nicht mehr machen. Ich habe das kennengelernt, ich habe verstanden, kurz davor, eine Sekunde, bevor die Kugel eintrifft durch den Menschen, ich habe die Erfahrung gemacht. Und die fliegt durch. Danke. Und dann wird er rausgenommen. Und hast du verstanden? Ja, danke, danke, ich habe es verstanden. Und jetzt weiß ich, was ich machen soll. Diese negative Emotion habe ich durch. Das ist das ganze Geheimnis. Also ich bräuchte keine Angst mehr haben und wenn ich die nicht mal hätte, könnte ich mich entspannen und wenn ich entspannt wäre, könnte ich das komplett alles komplett erfahren und erleben. Genau. Du aber dann wäre ich nicht mehr hier. Genau. Also es ist immer noch eine Gratwanderung, wie weit will ich gehen, will ich noch ein bisschen Joe Conrad spielen, genau. Will ich noch ein bisschen in dieser irdischen, physischen Ebene auch eingeschränkt sein. Ja. Und wenn ich mich erweitere, dann ist irgendwann eben so, dass ich dann auf einmal weg bin. Also entscheide ich sozusagen auch noch, dass ich eben noch nicht alles erfahre. Aber ich kann mich entscheiden jetzt, ich erweitere mein Spektrum. Genau, ich kann sagen, ich gehe noch einen Schritt weiter und schaue mir das an, was da wirklich dahinter ist. Den nächsten Schritt wage ich. Okay, ich gehe mal aus der Angst etwas raus. Bup, ich habe jetzt anderen Menschen kennengelernt. Das ist einfach nur ein Matrak, so ein Wechsel, Schwingungswechsel. Hm. Eine Schwingung rausgenommen, ich bin sofort in die nächste übergeschwungen. Weil das Spektrum einfach gewährleistet komplett gesamtes Spiel. Je nachdem, in welchem Frequenzbereich schwingen wir. Und da können wir es einfach kennenlernen. Dann gibt es dann diese Geschichten, ja, ich kann materialisieren, yippie, ich kann Telepathie, yeah. Und ich sage, Dankeschön. Thank you very much, aber ich brauche sowas gar nicht. Weil das ist alles normal. Das ist normal geworden. Ja. Das ist für mich, weil wirklich ich muss mich konzentrieren, dass ich auch hier bleibe mit dir zusammen. Aber du bist jetzt mit dem Auto hergekommen aus Braunschweig, das machst du schon noch auf der physischen Ebene. Richtig, ich versuche mit aller Kraft mich aufrechtzuerhalten und konzentrieren, dass ich noch auf der physischen Ebene bleibe. Manche wollen weg und ich möchte nicht bleiben, weil ich bin so weit entwickelt, die sagen, das ist für mich Urlaub.
was ihr hier erlebt. Alle wollen weg, aber das ist doch Urlaub, ihr wisst es noch gar nicht. Das ist Erholung hier. Ich habe es bloß noch nicht verstanden. Wenn ihr anfängt, euch zu materialisieren, die Sachen zu sehen, so diese Geschwindigkeit, gedacht bekommen, da kann man gar nicht mehr denken. Dann hörst du auf zu denken, gehst du raus aus dem, ich denke nicht mehr da. Bloß nicht kriegen, nur. Bloß nicht denken heißt das Wort, bloß nicht denken, weil das materialisiert sich sofort, augenblicklich. Also die Menschen plötzlich, wie funktioniert denn das dann? Und dann Hilfe, weil die psychischen Emotionen noch nicht ganz bei mir so weit sind. Ich möchte Schritt für Schritt, okay, aber die Geschwindigkeit, es ist ein halbes Jahr vorbei. Dieses halbe Jahr durch nur genießen, dieses System. Aber ich habe mich entschlossen, einen Crashkurs zu machen, für mich persönlich. Es geht noch schneller. Aber ich war nicht bereit, finde es noch schneller zu machen. Ja, ich fürchte auch, das wäre, glaube ich, auch zu viel für mich. Deswegen mache ich es vielleicht auch schrittweise. Genau so ist es. Sonst könnte ich vielleicht die Arbeit hier auch gar nicht mehr machen. Oder ich würde irgendwann sagen, ist mir egal, dann wird hier gar nichts mehr funktionieren. Nein, jemand anders macht das. Ja. Fertig. Springt jemand ein anderer. Ja. Heißt vielleicht der Alex, der heißt vielleicht hier ein anderer Joe oder sonst was. Jemand springt hier ein. Egal. Das spielt keine Rolle. Jemand, deine Aufgabe wird sowieso übernommen. Du bist doch nicht. Wenn du jetzt raus bist, kommt jemand sofort ein anderer auf den Stuhl. Weil das ist für ihn, bam, seine Funktion. Bloß die Matrix gewährleistet wirklich das gesamte Spektrum. Das darf man nicht vergessen. Ja. Deine Frage, also dieses sogenannte Ich, wo möchte ich mich nicht aufhalten? Ja. In welchem Frequenzbereich? Ob ich jetzt mit den Feen sprechen möchte, mit den Kobolden sprechen möchte, mit den Außerirdischen durch den ganzen Galaxien flitzen möchte, durch den schwarzen Löcher springen, wenn du möchtest, mach, aber ohne mich. Ich dürfte dieses alles sehen und kennenlernen, beziehungsweise wirklich wahrnehmen, dass das alles da ist, in dem Hier und Jetzt. Und überlegt euch, wenn ihr diese gesamte Palette mitnehmen dürft. Und dann das kleine Mensch, der ewig aufgewachsen ist, in dem Zustand, sowas gibt's nicht. Strukturen aufgewachsen, sowas kann doch nicht wahr sein. Dann kommt er in dieser Welt eigentlich auch kaum noch klar. Ne? Ja. Das ist aber ein Segen, ein Dankeschön, muss man sagen. Weil du darfst dieses Spektrum kennenlernen. Wenn du irgendwann sagst, wirklich, ich möchte meinen Schritt nächsten machen. Und bei mir war das so, dass ich jetzt so viele Schritte habe gleich. Weil ich habe einfach die Geschwindigkeit erhöht. Automatisch. Es ist hochgeschossen. Sobald wirklich die Entspannung eintritt, geht es sehr, sehr schnell voran. Es gibt kein Zurück mehr. Wenn es ein Zurück gibt, dann... es ist sehr schwierig, dann müsste ich wieder da anfangen, wo ich von der Geburt, ich möchte ein Krieger leben gerne. Und dann kommen so wie Joe, warum tut er sich für Frieden einsetzen? Wozu braucht er das? Ich möchte ein bisschen kämpfen, warum darf ich das nicht erleben, diese Emotion? Wieso erzählt er denn so ein Mist? Und dann, und von der Perspektive jetzt, wo ich sage, schön, dass die Kriege stattfinden. Die Leute wissen ja gar nicht, was da passiert. Weil diese Emotion, dieses Spektrum ist gewährleistet. Also die Kriege, die es gibt, nur, weil es noch... Menschen gibt, die wollen das noch erfahren, sonst gäbe es sie nicht. Also könnte man auch sagen, es ist alles gut, so wie es ist. Genau, das würde sofort rausgenommen, zumindest auf diese Zeitachse, wo zum Beispiel du das wahrnimmst. Beispiel jetzt. Joe Conner nimmt das wahr, den Krieg. Vom Fernseher, von der Zeitung, von Bildern nimmt er das wahr. Er ist aber nicht live da. Der sitzt doch hier schön hier im warmen Studio. Und sobald er aber dort live ist, dann ich glaube, das ist ein bisschen zu viel. Lass mal das sofort rausnehmen. Und dann nimmst du das raus, dann bist du komplett so weit aus der Matrix, dass du überhaupt gar keine Kriege wahrnimmst. Da schlägt irgendwo eine Bombe rein. Das ist, was erzählst du mir eigentlich? Das ist genau, wo die Menschen sagen, es gibt das gar nicht. Was fantasierst du denn? Ja, aber wir leben ja heute in einer Welt, wo wir im Grunde ganz viele Sachen nur durch Fernsehen und sowas wissen. Also Paris-Attentat hätte ich gar nicht mitbekommen, wenn ich nicht Fernsehen oder. Richtig. Und ich wusste es gar jetzt nicht. Jetzt kommt das Aha-Erlebnis. Ja. Du machst den Fernseher und siehst du das. Ja. Weil du diese Negativität, es ist zu ruhig. Dann kommt immer wieder, es ist irgendwie zu ruhig, machst du Fernsehen. Danke für die Unterhaltung, da ist doch eine Bombe eingeschlagen. Ja. Jetzt kriege ich aber Angst, wenn die Bombe bei uns entschlägt. Ja. Jetzt füttere ich mir die Angst. Genau. Joe, du willst diesen Angst davon, kein Problem, wir liefern dir eine Bombe, wir werden dir das Geld wegnehmen, wir werden dich auf die Straße setzen. Weißt du das? Aber. Wieso denn? Du hast doch bestellt. Du wolltest doch dieses negative Spektrum aufbauen. Unsere Aufgabe ist zu liefern. Das Programm liefert, dann kommt ja diese ganzen Weltelite zum Spiel. Die liefern euch das, was ihr braucht, wird geliefert. Also es ist im Grunde, dass ich aufpassen muss, was ich mir wünsche oder was ich
erleben möchte und womit ich mich befasse. Und wenn ich den Fernseher einschalte, heißt das ja im Grunde, dass ich was suche. Ja. Sonst könnte ich ja zu Hause sitzen und einfach so. Und aber dann wird es mir langweilig, dann schalte ich den Fernseher an. Also ich sag's mal so. Sagen wir so grob gesagt, ja. Von einer anderen Perspektive, wenn der Mensch anfängt zu entspannen, dann nimmt er gleich diese ganzen feinstoffliche Welt wahr. Hey, das sind Kobolde, hey, das sind diese Feen, hey, das sind diese Astralwesen. Dann schaltest du den Fernseher nicht mehr an. Ja, den Fernseher gucke ich gar nicht. Ich gucke ab und zu mal zu, um Update zu kriegen, wie die Leute immer noch so, wow, was machen, was, es ja, geht gar nicht bei mir. Eigentlich nur so als interessant, was die da spielen, aber ich brauche es ja nicht mehr mitspielen. Genau, ich nehme meine Aufmerksamkeit einfach raus und sage, es ist ein Teil dieser Schöpfung, es gibt immer noch wunderbare, das sind wunderbare Menschen, die wollen einfach diesen Teil gerne kennenlernen. Manche wollen das live dabei sein und manche wollen, so wie jetzt wir hier in irgendwo schön im Arsch und kuscheligen Ecke, ja, ich habe es mir angemacht und gucke mir das. Fertig. Hm. Das ist einfach irgendwo, läuft. Ich ist ja, ja nicht hier. Ist ja nicht, hier, nicht in meinem Wohnzimmer mit dem Gespräch. Genau. Und dann denke ich mich, wie soll ich da helfen? Wie soll ich da helfen? Wie soll ich da helfen? Na, ihr habt doch die Antwort. Endet eure Aufmerksamkeit. Geht nach vorne, raus, bitteschön. Genau das gleiche kann ich sagen, wie soll ich denn helfen? Ich kann sagen, okay, fangt mal mit der Stiftung für Gesunde Heilung an. Spendet, aber, dann spendet nicht, was soll's. Die zum Beispiel, weil da gehe ich rein als Informationsträger. Ja. Ich möchte die Information zur Verfügung stellen. Sage, besonders jetzt gehe ich direkt auf meine 3 Millionäre zu, die jetzt zugucken. Ihr könnt ruhig jetzt in Kontakt treten mit Birgit Massimo. Braucht ihr keine Angst zu haben. Die war ja auch schon mal hier. Ich weiß. Okay. Die Birgit Massimo war hier auch schon hier. Ja. Die könnt jetzt Kontakt, die 3 Millionen in Kontakt treten mit ihr. Und wir leiten und wir starten das Projekt Stiftung. Dann kommt das zum Laufen. Eigentlich ist die Stiftung für die Menschen gedacht, die jetzt endlich mal sagen, danke, ich möchte diese Matrix nicht mehr kennenlernen, lass es mal mit diesen Kobolden, Feen, Auslöschen. Bitteschön, können wir in dieses Spektrum wechseln, damit es nicht so langweilig ist. Wer keinen Bock hat auf den Krieg, wer möchte hier ein bisschen Action haben durch andere Parallelwelten, für die, das ist die neue Abteilung. Bitte, können wir da loslegen. Beispiel, das als Information geben wir euch, als Informationsträger, die bereit sind, das Spiel zu wechseln, auf andere Schwingungen anzugehen. Also man kann sich auch im Internet jetzt über die Stiftung, kann man sich auch an dich wenden oder hast du eine Homepage, dass man mehr erfährt? Ich bin draußen. Ich habe gesagt, ich habe jetzt mal überlegt, ob ich jetzt eine E-Mail-Adresse habe. Nee, ich möchte gar nicht. Es läuft so. Es läuft alles über die Stiftung. Die Stiftung wird dann erst zum Laufen kommen, wenn wirklich die Gelder fließen. Dann werde ich etwas aktiver, weil ich bin dafür als Informationsträger. Da stelle ich mich zur Verfügung. Ich mache sonst gar nichts. Wenn die Leute nicht wollen, wenn die immer noch was anderes erleben wollen, bitteschön. Aber ich stelle mich als Informationsträger, wenn die Stiftung zum Laufen kommt durch die Spendengelder und die Homepage wird aktiver und aktiver, weil sie momentan auf 0 Euro sitzen, das ist das Interessante, sie sitzen auf 0 Euro. Hm. Und ich möchte jetzt erleben, ob der Mensch wirklich bereit ist, dort irgendwas aktiv mitzugestalten. Wenn er denkt, wenn er an die SOS-Kinderdörfer Gelder springt, bitteschön, weil die wissen ja, was mit den Geldern geschieht. Habt ihr genug ja gehört, was damit, wo die Gelder landen? Hm. Für die neuen Waffen etc. werden ja unterstützt. Aber das ist eure Spiel. Hm. Und wenn jemand aktiv sein möchte, weil ich und Olga sind dann bereit, aber wir sind nur 1 Jahr zur Verfügung stehen. Gleich sage ich, aktiv stellen wir uns nur 1 Jahr zur Verfügung. Wenn 2016 niemand sich da irgendjemand bewegt, werden diese Informationen mitgenommen. Und viel Spaß dann in 50, 100 Jahren kommt noch so ein irgendeiner, der... keine Ahnung, wie man den bezeichnen wollt. Nochmal euch kurz informiert. AGBs wurden auf den Tisch gelegt. Dann macht mal. Wenn nicht, dann kommen wir wieder vorbei in ein paar Jahren. Die Informationen zur Verfügung stellen. Deswegen kommen ja bei den ganzen Babajis etc. in Indien. Die leben da zigtausend Jahre. Die materialisieren sich auf die Erde, stellen das zur Verfügung. Die Informationen gehen wieder. Und ich sage, schön in Indien. Ja? Und was mit Europa, Jungs? Ja. Ihr kleinen Klugscheißer, habe ich gesagt. Warum nicht hier in Europa? Ja, wir haben das. Aber ihr braucht einen, der... Oh, Robert, du hast dich freiwillig gemeldet. Dann machst du den Job. Danke. Ich wollte nicht. Aber du hast doch gerade irgendwie dich beschwert. So, okay, dann machen wir das mit Aggressivität ein bisschen. Mach mal diese und diese Sache. Ja, warum nicht? Lass mal auch die Emotionen raus. Ja, und? Ich habe diese Emotionen noch. Ich muss ja damit die Leute sehen... Das ist nicht so einfach, das ist auch noch die emotionale Seite. Nicht die sitzen hier, ja, ich bin der Große und sonst was. Nee, wir wollen sagen, Menschen, es ist so, wie es ist. Hm.
Packen wir mal an, der Mensch ist mit seinem wunderbaren Gefühlswelt, ich erlebe das auch. Wenn ich es gibt keine Fehler. Es ist einfach nur. Also alles völlig okay. Und wer will, der kann eben ein bisschen weitergehen oder auch genau. Sehr viel weitergehen. Ja, also wer sofort will, macht einfach so und ist. Genau, richtig. Je nachdem, wo er Bock und Interesse hat. Wirklich, wenn er bereit ist, die Geschwindigkeit zu erhöhen, er passt selber an. Also das Programm, ich passe es einfach die Geschwindigkeit selbst an. Sehr spannend. Ich danke dir, Robert Ganzky, und hoffe, dass sich viele da heute auch damit was anfangen können und sich dafür interessieren und dass sich da was tut. Vielen Dank, und irgendwann laden wir dich vielleicht sonst nochmal ein. Ich bin jedenfalls sehr gespannt, was es mit mir macht, weil das ist ja etwas, was eigentlich sofort Klick machen müsste, aber ich bin noch ein bisschen skeptisch, aber Die Programme arbeiten, ich sehe das selber. Ich sehe, wie deine Programme arbeiten auf Hochtouren. Okay. Das ist okay. Gut, vielen Dank, Robert Ganzky. Ja, Dankeschön.